Ich wollte euch mal eine ganz großartige Funktion der Fritzbox vorstellen. Ich hab's mal Gigaset-Hack genannt, ist nicht wirklich eine, aber ich möchte euch jetzt mal hier erklären, um was es geht. Und zwar habe ich eine Fritzbox installiert, also das ist mir wirklich so gegangen. Und die stand an dem einen Ende von einem größeren Haus. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich ja die Fritzbox dahin stelle, wo Internet aus der Telefonbuchse fällt. Also habe ich da nicht viel Spielraum, wo ich die Fritzbox aufstelle und musste die quasi ja am einen Ende des Hauses installieren und hatte damit den großen Nachteil, dass die Funkabdeckung überdeckt nicht so gut war in dem Haushalt und in manchen Zimmern ging die dann gar nicht. Das habe ich jetzt hier mal schematisch dargestellt. Die Fritzbox selbst ist ja eine Deckstation, das heißt, ich kann diese Handtelefone, die viele noch im Haushalt haben, kann ich anmelden an der Fritzbox und da drin verwalten. Das ist auch ganz komfortabel, denn die Fritzbox hat da einige coole Funktionen. Da kommen wir später noch dazu. Ihr seht aber schon, hier ist eine Gigaset Go-Box eingezeichnet und was hat es damit auf sich? Ja, die Gigaset Go-Box ist eine Box, die auch als Deckbasisstation dienen kann und mit einem LAN-Kabel wiederum mit der Fritzbox verbunden ist. Die steht jetzt hier aber nicht im gleichen Raum, denn ich habe in meinem Haushalt PowerLAN. Das heißt, ich kann in jedem Raum diese Gigaset Go-Box anschließen und logischerweise mache ich das in einem Raum, der ziemlich mittig platziert ist, sodass die Funkabdeckung über das ganze Haus reicht. Das würde dann halt so aussehen, man sieht also, man kann mit dieser Funkabdeckung wiederum allerhand Geräte optimal erreichen. Wie geht's dann weiter? Wie würde ich das einrichten? Normalerweise hätte ich jetzt in der Gigaset Go-Box gesagt, melde ich mal bei tel.t-online.de an. Das ist ein Voice-over-IP-Gateway und mit dem kannst du dann Telefonie machen und kannst halt meine Nummern, die ich so bei der Telekom habe, benutzen. Großer Nachteil von der Geschichte ist, dass ich die ganzen Komfortfunktionen, zum Beispiel Benachrichtigungen über verpasste Anrufe per Mail, die es halt so in der Fritzbox gibt, nicht nutzen kann. Es gibt noch ein paar mehr, die möchte ich jetzt gar nicht aufzählen. Es gibt viele gute Gründe, das direkt über die Fritzbox zu machen. Und ich war an der Stelle schon am Verzweifeln, bis ich folgende Funktion in der Fritzbox, und das ist ja schon fast schon ein Hack, entdeckt habe. Und zwar kann die Fritzbox simulieren, dass sie ein Voice-over-IP-Gateway ist. Und ich kann jetzt jedes beliebige Voice-over-IP-Gerät, kann ich jetzt an die Fritzbox anbinden. So auch natürlich die Gigaset Go-Box. Und die habe ich dann verbunden an fritz.box und habe gesagt, das ist dein Telefonie-Gateway, meldest dich da bitte mal an. Und da kann ich auch die einzelnen Geräte weiterhin konfigurieren. Die kommen dann aber bei der Fritzbox am Ende raus und melden sich dort an. Und damit habe ich die ganzen Komfortkonfigurationen habe ich dann in der Fritzbox und kann da genau das alles nutzen, von dem ich gerade gesprochen habe. Also Mails bekommen bei verpassten Anrufen. Und noch viel mehr, also das will ich jetzt gar nicht aufzählen. Aber das ist ja wie gesagt fast schon ein Hack und man merkt, dass halt bei AVM echt noch Nerds beschäftigt sind und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ja, großes Lob hier an AVM für diesen genialen Trick, den die da ausgegraben haben.